produziert. Du warst gerade hier dabei, Kram abzuladen. Micro in diesem Spiel ist immer toll. Oh, 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 Schiff, 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 Schiff. Tolles Timing für einen Brand. Ich kann sowieso nichts an dem Brand machen. Ich glaube, Zeit hat, ein Schiff zu produzieren. Ich bin beeindruckt. Ich würde dem Computer ja schon fast Cheating unterstellen. Kommt man hier vorne ans Wasser, dann kommt unser Kriegsschiff euch mal einsammeln. Du gehst, das Kontor ist zerballert. Gibt gerade nichts zu zerballern. Ja, dann kommen wir runter und zerstören einen Marktplatz, der noch steht. Dann kann unser Hestief die Kanoniere jetzt mitnehmen. Oder was machen die mal eben zusammen hier unten? Es fehlt an Nahrung, es fehlt an Gewürzen. Wieso können wir den nicht angreifen? Komm, mach mal in den Marktplatz hier kaputt. Komm, Hestief, warum kannst du da nicht drauf schießen? Das Ding ist ernsthaft zu weit entfernt, ist ein Scherz. Da müssen die Kanoniere das halt noch eben machen. Ich spiele ein Endlosspiel. Es fehlt an Nahrung, es fehlt an Gewürzen, es fehlt an eigentlich allem. Ich habe doch extra noch einen zweiten Fleischer gebaut, Mensch. Die müssen doch jetzt eigentlich versorgt sein. Grimmig. Die Stoffe kommen jetzt rein. Wenn hier unten mein Schiff erstmal fertig ist, dann kriegen die auch wieder mehr Stoff hier insgesamt auf der Insel. So, hier vorne wollte ich bauen. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ich weiß. Kakao wollten unsere Leute haben. Die haben immer noch überhaupt keinen Kakao. Aber vorher bauen wir vorne, glaube ich, mal einen Marktplatz auf. Und unser Schiff ist fertig. Sehr gut. Name für das Schiff? Kakaoplantage war ich gerade dabei zu bauen. Eine Kakaoplantage. Zack. Der Alkohol geht zur Neige. Zack. Der Alkohol geht immer zur Neige. Zack. Zack. Gewürze sind Mangelware. Könnt ihr mal aufhören zu heulen? Ist ja unglaublich. Verwöhnte Volk, ey. Nur am Rumheulen. Hier den Weg auf. So, dann machen wir jetzt mal Dreckwege. Sonst haben wir nämlich gleich Platzprobleme. Steinprobleme vor allen Dingen. Über Platzprobleme. Ah, ich habe noch Stein dabei. Okay, dann kannst du wieder auf deine Tour gehen. Wie sieht's aus? Du, Lanoveco, geh den da töten. Du lagerst unsere Kanoniere bitte ein. Sieht ja alles ziemlich kaputt aus hier. Unsere Kanoniere müssen jetzt da oben in die Stadt rein. Die können aber leider nicht durch den Wald durchlaufen, ist das Problem. Außerdem haben die gerade das Kontor wieder aufgebaut. Und den Marktplatz wieder aufgebaut. Ist unsere Stadt außerdem schon abgefackelt, ja? Ist schon wieder Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr kommt schon. Lass mal einen Kanonier da. So. Und ein Kanonier kommt weiter mit. Du gehst das Ding da zerstören. Unser Schiff war fertig. Also nehmen wir den hier direkt mal. Ich bin nicht nah genug an einem Hafen dran. Geh mal dran. Ich hab gerade die Handelsroute kaputt gemacht. Der Alkohol geht zur Neige. Klappe, Leute. Dann kriegt er hier ein paar Werkzeuge eingeladen und ein bisschen Holz eingeladen, damit wir das Kontor hier oben übernehmen können. So. Du. Kontor zerschießen. Du. Kanonier abladen. Und Marktplatz zerschießen. Du. Marktplatz zerschießen. Jetzt hat er alle wieder aufgebaut, das gibt's doch nicht. Du gehst das Schiff versenken. Zum Glück hat er keine Kanonen, der Kerl.
Das redet über Akamega Kill. Es mangelt an Alkohol. Es mangelt an Alkohol. Ich weiß, es mangelt momentan an absolut allem in der Stadt. Die Leute sind mit nix happy. So, da wird jetzt gebaut. Dann brauchen wir Baumwolle. Baumwollplantage. Da, Baumwolle. Fängt irgendwo hier hinten an. Kostet auch nur 2 Werkzeuge, glücklicherweise. Zack, 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 zack. Dann noch eine Baumwollplantage ein Stück weiter runter. Hierhin. Und dann brauchen wir eine Weberei dazu, die sich den ganzen Mist abholt. Ist das viel Arbeit, so eine ganze Kultur aufzubauen. So, einmal hier dran, einmal hier dran. So, lieber Weber. Die Handelsroute muss ein bisschen verändert werden. Wo ist unser Eisenschiff? Da ist unser Eisenschiff. Du fährst 2-mal hierhin und du lädst dann auch noch Kakao ein und du lädst auch noch Stoffe ein. Später können wir das mal zur Kleidung machen, aber erstmal sind es nur Stoffe. Es fehlt an Gewürzen. Und dann fährst du zurück, um den ganzen Kram hier wieder auszuladen. Was ist gerade passiert? Wieso ist mein Marktplatz weg? Der Alkohol geht zur Neige. Was? Was ist passiert? Ja, wir sind wahrscheinlich jetzt tot. Hä? Wieso war mein Marktplatz denn jetzt plötzlich weg? Hat den jemand zerschossen? Hä? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ja, ne? Wir hatten noch eine Feuerwehr da direkt dran, die das eigentlich hätte retten müssen. Vor jeglicher Art von Feuer. Ja, das ist jetzt problematisch, ne? Äußerst. Du gehst den Marktplatz zerstören. Der Marktplatz ist schon zerstört. Du gehst den Marktplatz zerstören. Du gehst den Marktplatz zerstören. Du musst wahrscheinlich alles nichts mehr bringen, weil wir sind gleich erledigt. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja zufällig eine Nachfrage hier. Nachfrage, nein. Tabak, Kakao, Ziegel. Komm mal her. Tabak, Kakao, Ziegel. Ziegel. Selber kein Tabak. Tabak. Bisschen Erz. Alles verkaufen, was geht. Ganz, ganz komisch, finde ich. Ganz, ganz komisch. Ist schwer zu sagen, wo hier die Straßen waren und sowas. Aber ich bin mir recht sicher, hier ging Straße lang. Hier ging Straße lang.
Wir gehen Straße lang. Tabakwaren gehen zur Neige. Der Alkohol geht zur Neige. Ist auch gerade eingepackt. Haus, 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 Haus. Minus 3. Wir sind in einer negativen Bilanz. Wunderbar. Ach, die Seko hat ja keine Kanonen. Die kann ja gar nichts zerstören. Hauptsache, der hat hier wieder ein T3-Konto aufgebaut. Ich glaub's ja nicht. Die sind alle kaputt. Haben es jetzt gleich, oder? Dass wir es jetzt nicht eigentlich übernehmen können? Das Kontor hier, weil jetzt alles kaputt ist. Funktioniert das nicht irgendwie so? Dann müssen wir die ganze Insel zerstören. Ich meine, man konnte die übernehmen. Ist zerstört. Da unten läuft auch wieder Schwertproduktion, sehe ich gerade. Zerstören wir mal die Werft. Das Ding hier brauchen wir beim besten Willen momentan nicht. Weil wir haben ein anderes Problem. Werkzeuge werden produziert. Verkauf, habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Ziegel kann ich verkaufen momentan für relativ günstig am besten, weil es wäre schön, wenn die jemand abnimmt. Wir haben 18 Tonnen Kanonen. Machen wir mal zeitweise die Steinproduktion runter, weil so viel brauchen wir momentan nicht. Zeitweise ein Forsthaus aus, die bringen jetzt nicht so viel. Teilweise Kakao runter. Ich hatte ja ein Schiff geschickt, das eigentlich verkaufen sollte. Juhu, wir haben wieder ein bisschen Geld. Haben unsere Leute momentan Zeug zur Verfügung stehen? Ja, haben sie. Siedler sind sauer, weil sie nicht genug Alkohol haben. Verkaufst du immer noch Alkohol? Ja, Massen sogar. Aber wir haben leider wenig Geld, um uns Alkohol zu leisten. Währenddessen im Kriegsgebiet. Ich dachte, wie gesagt, eigentlich könnte das ja einfach alles übernehmen mit der Zeit. Na gut, zerstöre ich den Kram von denen halt. Ich kann mir die Unterhaltskosten sowieso nicht leisten, selbst wenn ich es übernehmen würde. Bin auf so einen blöden Händler gewartet. Setzen wir doch einfach mal ein Kontor hier hin. Perfekte Voraussetzung, oder nicht? Kanoniere zerstört alles. Ein Kanonier hier drauf. Ein Kanonier zerstört jetzt die Kapelle da vorne. Du Kanonier zerstörst da vorne die Produktion von der Erzschmelze. Ich weiß gar nicht, warum die noch produzieren kann. Bin ich tot? Euer Volk ist vom schwarzen Tod dahingerafft. Wir haben einen Arzt. Ist okay. Glaube ich. Ich hoffe, wir haben noch einen Arzt. Ja, wir haben noch einen Arzt. Ich sehe nichts, was hinter der Kapelle ist. Ja, sieht aber richtig aus, ja.